Hallo, hier ist der Florian von Aurex Solutions. Beim letzten Video hatte ich euch ja schon angekündigt, wir bauen ein neues Klappdach. Und zwar ein klassisches Zwischenrahmen-Klappdach-Modell. Auch hier wieder eine Bausatzlösung. Also jeder kriegt das selbst montiert. Ihr müsst dafür nicht in die Werkstatt fahren. Ihr braucht ein bisschen Platz, aber das ist innerhalb kürzester Zeit von jedem zu schaffen. Was macht jetzt unser Klappdach so besonders? Wir haben einen Unterrahmen als auch einen oberen Rahmen aus Aluminium, komplett verschweißt natürlich und schwarz pulverbeschichtet. Das heißt, ihr müsst nichts mehr lackieren. Ihr könnt noch hier drauf lackieren, müsst ihr aber nicht. Es kommt immer in schwarz pulverbeschichtet, damit ist er komplett Montage fertig. Genauso müsst ihr keine Bohrungen machen am Rahmen oder irgendwelche Einziehmuttern setzen. Gar nichts. Das ist alles schon von uns vorbereitet und soweit wie es geht auch vormontiert. Das nächste, was unser Dach natürlich auszeichnet, ist, wir müssen nicht die Dachschale einkürzen. Die Dachschale bleibt komplett original so, wie sie ist. Das können wir verwirklichen durch unser patentiertes Formteil hier vorne. Das sieht nicht nur gut aus, nein, es gibt auch noch den Vorteil, dass wir im Kopfbereich des Fahrers und Beifahrers mehr Platz haben und auch hier vorne im Fußbereich oder im Kopfbereich, je nachdem, wie rum ihr im Auto liegt, mehr Luft habt. Sowieso haben wir eine enorme Liegefläche. Weit über 2 Meter sind möglich, trotz Durchstieg nach hinten. Der Rahmen schließt sich auch, das ist uns immer sehr wichtig, sehr formschön an das Auto an. Das heißt, er sieht nicht störend aus, sondern harmonisch. Unser Zeltbalk hat 3 Fenster, 2 auf der Seite. Und 1 im Heckbereich. Das im Heckbereich ist multifunktional. Das heißt, ich kann dieses Teil noch öffnen, nach oben hochrollen. Ich kann dieses Teil aufstellen. Ich habe Moskitonetze an jedem Fenster und Verdunklung. Genauso ist jedes Fenster nochmal zusätzlich gegen Wassereintritt geschützt. Das Dach lässt sich ganz leicht und unkompliziert mit Hilfe der Gasdruckfeder öffnen. Die hier standardmäßig ist ausgelegt auch für eine geringe Dachlast. Solltet ihr mehr auf dem Auto transportieren wollen, gibt es natürlich auch stärkere Federn. Die kann man einfach austauschen. Das ist gar kein Problem. Das ist Standardware. Wir haben ein dreifaches Dichtsystem für das Dach gewählt. Das heißt, wir haben oben eine umlaufende Dichtung. Wir haben den Zeltbalk, der nochmal ein Dichtprofil innerhalb hat und eine Überlappung. Man sieht es hier vielleicht nochmal vom Zeltbalk zum Dach. Das heißt, dreifacher Schutz gegen die Witterung. Ja, wie gesagt, das Zelt ist, oder das Dach ist komplett so weit vormontiert, dass man es selbst einbauen kann. Ich denke mal, so im Bereich von 6 Stunden, 8 Stunden sollte das erledigt sein. Und wie man Aurex Solutions kennt, ist nicht nur die Form schön, es ist nicht nur komplett durchdacht, nein, auch der Preis ist äußerst attraktiv. Das heißt, ihr werdet dieses Dach, oder ihr findet es schon, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, dieses Dach kostet, so wie es hier steht, 4.099 Euro. Optional gibt es noch ein Lattenrost, ein klappbares und eine Matratze.
und dann könnt ihr aufbrechen in den Urlaub. Viel Spaß und schaut mal wieder rein.